gestern aus einem neuen Trailer für Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur erschien. Nach dem ersten Teaser-Trailer damals war ich nicht unbedingt begeistert vom Spiel, aus zwei Gründen. Zum einen sah das Spiel grafisch nicht viel besser aus als Legenden Arceus und zum anderen war der Release direkt für 2022 angedacht, was bedeutet, dass es das dritte Mainline-Pokémon-Spiel innerhalb eines Jahres wäre. Langsam bin ich übersättigt von der Serie, falls ihr versteht, was ich meine. Früher hat sich der Release irgendwie besonders angefühlt und jetzt werden die Mainline-Spiele einfach nur rausgehauen. Aber naja, der erste Trailer war ja nur ein Teaser. Was denke ich denn nun nach dem zweiten richtigen Trailer vom Spiel? Grafisch sieht das Spiel immer noch nicht beeindruckend aus. Es gab ein paar ganz hübsche Shots, wie zum Beispiel den hier. Ich mag einfach die Farben, die verschiedenen Pflanzen und irgendwie sehen die Berge ganz cool aus. Aber dann gab es auch Shots wie den hier. Was sind diese Klippen? Oder der hier? Was zum Teufel ist denn hier bitte überall schiefgelaufen? Was sind diese Berge? Was ist dieser Übergang? Aber genug über die Grafik gemeckert. Ich könnte damit gefühlt ein ganzes Video füllen, aber Grafik ist ja nicht das Wichtigste. Das Ding ist, ich spiele ein Spiel halt nicht wegen der Grafik. Es gibt genug Spiele, die nicht die größte High-End-Grafik haben und die ich trotzdem liebe. Zum Beispiel die Spiele von Neon Falcom, wie die E-Serie oder die Trails-Spiele. Aber anders als Pokémon haben diese Spiele einen durchgängigen Art Style und nicht Kantenflimmern des Todes. Was zum Teufel ist das da? Das ist in manchen Trailer-Szenen echt schlimm. Und das war ja auch teilweise in Arceus schon so. Und im Trailer fehlen auch teilweise einfach überall Schatten und sowas. Und ich frag mich einfach, was bei Game Freak da grafisch schief läuft. Aber egal, ich wollte nicht über die Grafik meckern. Mich stören auch andere Dinge am Trailer. Seht ihr das hier? Der Charakter spricht. Hier unten erscheint Text, aber wir hören keine Stimme. Warum hat das Spiel im Jahre 2022 immer noch kein Voice Acting? Ich erwarte ja nicht, dass jeder einzelne NPC-Dialog voice acted wird, aber wenn man schon solche Cutscenes einbaut, wäre Voice Acting schon ganz cool, falls ihr versteht, was ich meine. Es hat so diese PS1 Final Fantasy Vibes, wo in den Zwischensequenzen auch Untertitel eingeblendet wurden, aber die Charaktere einfach stumm waren. Nur mit dem Unterschied, dass wir das Spiel 25 Jahre später auf der Nintendo Switch spielen und nicht auf der PS1. Da wäre Voice Acting schon ziemlich zeitgemäß. Und jetzt kommt mir nicht damit, dass das Voice Acting ja noch kommen kann. Das Spiel kommt in ein bisschen mehr als 5 Monaten raus. Das wäre schon lange fertig, wenn das im Spiel wäre, weil in den letzten Entwicklungsmonaten meistens nur noch Bugs gefixt werden. Und wenn es Voice Acting gäbe, wäre es im Trailer irgendwie zu sehen, weil das auch ein cooles neues Feature wäre, das man zeigen will. Aber naja, ansonsten sehen wir im Trailer noch das Kampf-UI, welches mir nicht so zusagt, TBH. Ich mochte die Farben vom UI in Sword and Shield und das von Legends sah ziemlich clean aus, aber das hier kann mich bisher nicht so überzeugen. Was war das? Oh nein, die Animation. Okay, Leute, in Legends Arceus habt ihr es doch auch hinbekommen, dass sich die Pokémon bei physischen Attacken wirklich treffen. Warum ist das jetzt hier nicht mehr so? Warum springt das Pokémon bei Tackle das andere Pokémon nicht an? Ey, ich kann nicht mehr. Andere RPGs bekommen sowas doch auch seit Jahren hin. Warum müssen Animationen und Pokémon-Spielen immer so steif sein? Dann sehen wir im Trailer noch, dass es zwei verschiedene Professoren pro Edition gibt? Okay, wait, darüber müssen wir auch kurz reden. Nachdem es für Legends nur eine einzige Edition gab, sind wir jetzt hier wieder beim Zwei-Edition-Prinzip. Yay. Und diesmal scheint es wirklich größere Unterschiede zu geben. Und das sehe ich persönlich sehr zwiegespalten. Hört mir bitte zu, bevor ihr irgendwas sagt. Ich habe das Spiel logischerweise noch nicht gespielt, aber ich schätze mal, dass beide Professoren in der gleichen Stadt im gleichen Haus leben werden. Jetzt ist die Frage, was ist davon Kanon? Mir ist die Story und die Lore von einem Spiel wirklich wichtig und daher finde ich solche Veränderungen einfach weird. Auch schon immer in Pokémon. Wenn zum Beispiel in der einen Edition in der Stadt die Statue von einem legendären Pokémon steht und in der anderen Edition plötzlich ein anderes. Das ist irgendwie so inkonsistent und was davon ist halt Kanon. Aber okay, mein größeres Problem ist, wenn ich das Spiel jetzt kaufen wollen würde, wüsste ich nicht, welche Edition ich nehmen soll, weil ich bei Purpur die Farbe und das legendäre
legendäre Pokémon cooler finde, aber ich kann das Design von diesem Professor einfach nicht leiden. Es ist jetzt ein kleines Nitpick, ich weiß, aber ich meine, wir wissen auch nicht, welche Unterschiede es noch geben wird. Ich mag einfach das Prinzip mit den zwei Editionen nicht. Ich habe das noch nie gemocht. Es wird so ein bisschen Content aus dem einen Spiel rausgenommen und in ein anderes Spiel gepackt. Wenn du alles erleben willst, musst du basically das gleiche Spiel nochmal spielen und nochmal 60€ bezahlen. Das ist doch nicht cool. Ich meine, ja, es geht bei Pokémon auch irgendwo darum, dass es die verschiedenen Pokémon pro Edition gibt, dass man die tauschen kann und dass das soziale Interaktion stärkt. Aber ich meine, heutzutage gibt es halt auch Online-Tausch. Da ist auch nicht mal so viel soziale Interaktion da. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Stellt euch vor, es gäbe von Zelda Breath of the Wild zwei Editionen. Zelda Breath of the Wild und Zelda Breath of the Wind oder so. In der einen Edition gibt es statt roten Bockblins grüne Bockblins. Und statt Pura im Hateno-Institut lebt dort Purus. Beide haben die gleiche Rolle, aber Purus hat einen bisschen anderen Dialog. Wären es euch diese Veränderung wert, das Spiel nochmal zu kaufen? Nee. Zelda-Fans wären, zu Recht, komplett mad. Aber bei Pokémon ist das ja basically der Fall. Wie gesagt, wir wissen nicht, welche Veränderungen es noch in Edition geben wird, weil das Thema der Spiele, dem Designer Professor nachzuurteilen, irgendwie antik gegen modern sein soll. Aber selbst wenn es noch mehr Veränderungen gäbe, würde es die Entscheidung nur noch schwerer machen, welche Edition man kaufen will. Und lohnt es sich wirklich, dann beide zu kaufen, nur um zum Großteil das gleiche Spiel nochmal zu spielen, mit leichten Veränderungen? Vor allem in der modernen Zeit, in der es so viele Spiele gibt, die man spielen will. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Vor allem, da das ein Open-World-Spiel ist und diese ja meistens ziemlich riesig sind. Ich meine, jeder wie er will. Aber mir persönlich wäre es das nicht wert. Ich würde mich dann nur mit meiner einen Edition so fühlen, als würde mir der Content aus der anderen Edition fehlen. Und das ist irgendwie kein gutes Gefühl. Und wenn man an dem Prinzip mit den zwei Editionen festhalten möchte, dann packt doch einfach beide Editionen auf eine Cartridge und lasst den Spieler auswählen, welche Edition er spielen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass damals in der Zeit der ersten Pokémon-Generation die zwei verschiedenen Editionen wirklich gemacht wurden, um soziale Interaktion zu stärken. Aber in der heutigen Zeit, wie gesagt, mit den ganzen Online-Funktionalitäten, ist das gefühlt einfach nur noch zum Geldmachen da. Vor allem, weil ja auch wirklich spezifisch Doppelpacks angeboten werden, in denen beide Editionen drin sind. Warum sollte man sowas machen, wenn man mit den verschiedenen Editionen die soziale Interaktion stärken möchte? Wenn man beides auf eine Cartridge packen würde und natürlich nicht mehr verlangen würde, dann könnte jeder einfach das spielen, was er spielen möchte und es wäre freundlicher für den Kunden. Aber wir sind bei der Pokémon Company, da geht's nur ums Geld. Naja, zum Abschluss des Videos noch eine positive Sache. Der Koop-Modus ist eine echt coole Idee. Vor allem, weil dieser diesmal viel ausgeprägter zu sein scheint als in Sword and Shield, wo man nur Raid-Kämpfe mit anderen machen konnte und die verschiedenen Spieler in der Naturzone quasi nichts gebracht haben. Diesmal kann man scheinbar im Koop zusammen erkunden und auch tauschen, was echt cool ist. Ich bin gespannt, wie die Open World so sein wird. Die Welt aus Legenden Arceus, auch wenn das keine Open World ist, war ja eigentlich ganz cool. Teilweise bin ich leer, aber man konnte ein paar interessante Orte finden. Und ich hoffe, dass die Welt in diesem Spiel nicht zu leer sein wird. Und dass man auch Dinge in der Welt machen kann. Die Naturzone aus Sword and Shield hat einem ja quasi nichts gebracht, bis auf die Raid-Kämpfe und ein paar unsichtbare Items, die man auch sammeln konnte. Cool. Hoffentlich gibt es diesmal wirklich etwas in der Welt zu tun und auch Dinge zu finden. Gab es ja auch in Arceus zum Beispiel. Da gab es Nebenquests, man konnte so Sachen ausgraben mit diesem einen Reit-Pokémon und all sowas. Naja, und das war meine bescheidene Meinung zu diesem Spiel. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass das hier nur meine Meinung ist. Wenn ihr euch auf das Spiel freut, ist das vollkommen okay. Ich will euch da nichts kaputt machen. Nur ich persönlich freue mich nicht unbedingt. Vor allem, weil der Release jetzt schon so ein Stein gemeißelt feststeht und quasi kein Delay oder sowas zugelassen wird. Das war schon bei BDSP ein Problem, das von Anfang an gesagt wurde, ja, das kommt 2021 raus und beim nächsten Trailer wurde dann sofort der letztendliche Release angekündigt. Und ich meine, wir haben ja bei BDSP gesehen,
zu was das führt, wie verbuggt die Spiele waren, weil sofort feststand, das kommt da und da raus, es wird kein Delay zugelassen, ihr müsst das Spiel quasi nicht fertig machen, wir machen den restlichen Content per Day One Patch, also das ist einfach nicht cool. Ich bin mir sicher, dass dem Spiel noch etwas Entwicklungszeit guttun würde, weil man dann vielleicht etwas gegen das furchtbare Kantenflimmern machen könnte. Oh, ich sehe gerade, Toby Fox macht wieder Musik für die Spiele, Carmesino und Purpur sind gerettet, beste Pokémon-Spiele ever.